Wir haben hier den Klaus Knopper und Adriane Knopper bei den Linux-Wochen 2007 in Wien. Und es gab heute einen wunderbaren Vortrag vom Klaus Knopper. Die erste Frage, die ich hätte, was war eigentlich Ihre Motivation, in Softwareentwicklung im Open-Source-Umfeld überhaupt tätig zu werden? Eigentlich habe ich ja Elektrotechnik studiert und wenn man dort von den Professoren zu hören bekommt, dass das Wesentliche bereits alles patentiert wird und man sich vorgestellt hatte, ich konstruiere später Solarautos, Solarkraftwerke und lauter solche schönen Dinge, kann ich gar nicht mehr, denn das ist alles schon patentiert, obwohl es noch gar nicht gebaut wird, überlegt man sich, auf einen anderen Bereich zu wechseln. Und da kam mir gelegen, dass ich damals gerade erst das Internet, das World Wide Web, Linux und Open Source so weit entwickelt hatte, dass man damit sehr schöne Dinge bauen und auch neu erfinden konnte. Und das hat mich natürlich als Ingenieur sehr, sehr interessiert, Dinge neu zusammenzusetzen und etwas Neues zu produzieren, womit man dann eben sich das Leben vereinfachen kann. Also vielleicht mache ich irgendwann auch trotzdem noch Solarkraftwerke und Solarautos, aber im Moment läuft das mit der Software eigentlich sehr gut. Open Source wird oft verwechselt mit alles muss kostenlos sein. Das ist nicht der Fall. Open Source sagt lediglich, dass die Software kopiert werden darf, sie darf weitergegeben werden, sie darf verändert werden und man darf damit auch Geld verdienen. Das heißt, ich darf über Softwareanpassungen, über kundenspezifische Erweiterungen, über Beratung, über Schulungen auch Geld verdienen mit Open Source. Das klassische Open Source Konzept ist also nicht für die Software Geld einzunehmen, pro Kopie, pro Rechner, sondern damit Geld zu verdienen, die Software anzupassen und dem Kunden eben was zu installieren, was ihnen auf ihn speziell passt. Und das funktioniert sehr gut. Das machen viele Firmen, auch große Firmen teilweise. IBM hat zum Beispiel auch erkannt, dass man da sehr viel Geld für die Entwicklung sparen kann, weil sehr vieles unter Open Source halt einfach schon da ist, was nur neu kombiniert werden muss und mit dem Dienstleistungskonzept, mit Supportverträgen sich auch sehr gut verkaufen lässt. Viele machen das im Großen, einige machen das im Kleinen. Und ich mache alles so zwischendrin von Ausbildung und Lehre. Ich habe also auch eine Vertretungsprofessur, unterrichte Studenten, nicht nur zum Thema Open Source, sondern generell Informatik. Und selbstständig tätig bin ich dann eben in der Softwareentwicklung, Beratung und Schulungen. Vieles ist unbezahlte Vorarbeit. Ja, die Knoppix-CD und DVD, das ist ein schönes Hobby zunächst mal, aber auch ein Hobby, wo man viele kommerzielle Projekte davon erhalten und auch finanzieren kann. Dadurch, dass öfter mal Zeitschriften eine angepasste DVD oder CD bestellen mit Spezialsoftware drauf, was jetzt speziell für diesen einen Artikel oder die Zeitung interessant ist, habe ich auch öfter mal kommerziellere Master. Dort werde ich ganz normal bezahlt für die Arbeitszeit und die CD ist dann nach wie vor Open Source und die Zeitschrift kann damit machen, was sie will. Wir müssen also keine Lizenzgebühren pro Heft bezahlen, sondern haben den großen Vorteil, dass sie damit weiterarbeiten können, ohne mir jedes Mal neues Geld bezahlen zu müssen. Und ich bekomme eben einen fairen Betrag für meine Arbeit.